Besonders im Gesicht sind Haarentfernungsmethoden wie Waxing und Zupfen beliebt, da die Haut so lange glatt bleibt. Aber hast du gewusst, dass es jedoch eine Stelle gibt, an der wir Haare besser nicht zupfen sollten? Die Rede ist von Muttermalen. Denn laut HautexpertInnen birgt das Zupfen von Haaren an Muttermalen und Leberflecken ein hohes Verletzungsrisiko. Infektionen, Entzündungen oder Narben können die Folge sein. Eine der Hauptgründe, warum Haare niemals an Muttermalen entfernt werden sollten, ist auch das erhöhte Risiko von Hautkrebs. Muttermale können potenziell bösartig werden. Jede Störung, zum Beispiel durch Zupfen oder Rasieren, kann dieses Risiko erhöhen. Daher ist es ratsam, Veränderungen an einem Muttermal einem Hautarzt oder einer Hautärztin zu melden. Um ein Muttermalhaar zu entfernen, kannst du es mit einer sauberen Schere vorsichtig abschneiden. Eine Alternative kann auch sein, den gesamten Leberfleck per OP entfernen zu lassen. Von Laserbehandlungen zur Entfernung des Muttermals raten HautexpertInnen allerdings ab.